Gottes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Ewiger Vater, dein sind wir im Leben und im Tod. Wir bitten dich, segne dieses Grab, unseren Kult, der darin bestattet wird, führe zur Auferstehung und zum Leben bei dir. Die Lebenden aber, die hierher kommen, stärke im Glauben an das ewige Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer sich mir anvertraut, wird leben, auch wenn er stirbt. Kurt, so übergeben wir dich, der Schwester Erde, und Gott, unser Vater, wird dich auferwecken. Dir, was er in der Taufe begonnen und dir versprochen hat. Von der Erde bist du genommen und zur Erde kehrst du nun zurück. Gott, dein Vater aber, wird dich auferwecken. In diesem Kreuz unseres Herrn Jesus Christus ist deine Auferstehung und dein Heil. Kurz, der Friede sei mit dir. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben.